Was ist eigentlich Zen? Zen meint achtsames und vollbewusstes im Augenblick sein. Dazu eine Geschichte. Ein Zen-Meister wurde einmal von einer Gruppe von Menschen aufgesucht und gefragt, was er denn eigentlich dazu getan habe, oder auch jetzt tue, dass er so mit der Welt und sich zufrieden sei und eine so starke Ausstrahlung habe. Darauf antwortete er: Wenn ich sitze, sitze ich. Wenn ich stehe, stehe ich. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich spreche, spreche ich. Darauf fragte die Gruppe: Und was noch? Denn sie hatten eine viel kompliziertere und detailliertere Antwort erwartet. Doch der Zen-Meister antwortete noch einmal: Wenn ich sitze, sitze ich. Wenn ich stehe, stehe ich. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich spreche, spreche ich. Da sagten die Leute: Das tun wir doch auch alle. Da müssten wir ja ebenso zufrieden und weise sein wie du. Da antwortete der Zen-Meister: Nein, das tut ihr nicht. Denn während ihr sitzt, denkt ihr ans Aufstehen. Während des Aufstehens lauft ihr schon fast. Während ihr geht, schiebt ihr euch einen Hotdog zwischen die Lippen. Und während ihr den esst, macht ihr euch Gedanken über das, was gestern war und das, was morgen sein wird. Nie aber seid ihr wirklich dort, wo ihr eigentlich seid. Und das und nur das ist der Grund für euer Leid. Im Zen ist es wichtig, sich mit aller Intensität um den Weg zu bemühen. Dazu eine weitere Geschichte. Ein junger Mönch suchte einen am Fluss in Einsamkeit wohnenden Zen-Meister auf und sagte: Meister, man erzählt, ihr hättet kosmisches Bewusstsein erlangt und zu Gott gefunden. Auch ich bin daran interessiert, zu Gott zu finden und bitte euch, mich als Schüler anzunehmen. Da forderte der Zen-Meister den jungen Mönch auf, mit ihm zum Ufer des Flusses zu kommen und den Kopf unter das Wasser zu tauchen. Dann hielt er ihm den Kopf so lange unter Wasser fest, bis dieser wild um sich schlug, da er keine Luft mehr bekam. Als er ihn schließlich wieder hochkommen ließ und der Novize wie ein Ertrinkender, ohne irgendeines anderen Gedanken mächtig zu sein, nach Luft schnappte, sprach der Meister: Dein Wille ist heute noch nicht stark genug, um den Weg wirklich gehen zu können. Wenn du so nach Gott verlangst, wie jetzt nach Luft,
dann komm wieder. Dann erst kann ich mit dir arbeiten. Der Weg des Zen ist bei aller Intensität leicht und beschwingt. Ein Schüler fragte den Zen-Meister Nantian: Was ist der wahre Weg? Da erwiderte dieser: Der alltägliche Weg ist der wahre Weg. Da sagte der Schüler: Ich suche nach dem Weg und möchte ihn gerne finden. Wie kann ich ihn erlernen? Da sprach Nantian: Wenn du den Weg suchst, wirst du ihn nie finden. Wenn du ihn nicht suchst, wirst du ihn auch nie finden. Wenn du ihn erlernen möchtest, wirst du ihn nie erfahren können. Und wenn du ihn nicht erlernen möchtest, wirst du ihn auch nie erfahren. Sei offen und weit wie der Himmel, und du bist auf dem Weg. Offen sein heißt an nichts hängen. Damit ist nicht nur vordergründige äußere Abhängigkeit, sondern gerade auch inneres Anhaften gemeint. Zwei Zen-Mönche waren auf dem Weg von einem Kloster zum anderen. Da es sehr geregnet hatte, war der Bach, an dem sie entlang gingen, fast zum Fluss angeschwollen und hatte eine kleine Brücke fortgespült. Ein hübsches junges Mädchen konnte deshalb den Bach nicht mehr überqueren und stand etwas ratlos da. Da nahm sie der eine der beiden Mönche auf den Arm und trug sie auf die andere Seite. Dann machten sie sich weiter auf den Weg. Es verging eine Stunde, noch eine Stunde. Schließlich aber konnte der andere nicht mehr an sich halten und brach das Schweigen. Du weißt doch ganz genau um unser Gelübde, sagte er, und wie gefährlich es für uns Mönche ist, Frauen näher zu kommen. Wie verträgt es sich damit, dass du dich dieser schönen Frau nicht nur genähert hast, sondern sie auch noch berührt und ihren Körper gespürt hast? Da erwiderte der Erste: Ich habe sie am anderen Ufer abgesetzt. Trägst du sie jetzt noch mit dir herum? Man mag sich die Frage stellen, ob es äußere Verhaltensweisen gibt,
die dazu beitragen können, eine Geisteshaltung zu entwickeln, die an nichts haftet. Der Zen-Meister Soyen Shaku gibt dazu folgende Anweisungen. Am Morgen, bevor du dich anziehst, entzünde Räucherstäbchen und meditiere. Gehe zeitig zu Bett. Iss regelmäßig, mit Maß und niemals bis zur vollständigen Sättigung. Empfange einen Gast mit eben dem Verhalten, was du pflegst, wenn du alleine bist, und verhalte dich, wenn du alleine bist, ebenso, als wäre ein Gast zugegen. Sei achtsam, was du sagst, und lebe das, was du sagst. Bedauere nicht Vergangenes und lass dich, auch wenn du nach vorne blickst, nicht aus dem lebendigen Moment der Gegenwart vertreiben. Gehst du zu Bett, so schlafe, als schliefest du deinen letzten Schlaf, und wachst du auf, so verlasse dein Bett so unverzüglich, als würdest du ein paar alte Schuhe wegwerfen. Disziplin hat Zen nichts Verkrampftes, sondern lebt aus der Ruhe und Gelassenheit, aus Zeitlosigkeit. Ein junger Mann kam zu einem Zen-Kloster und wurde vom Klostervorsteher zum Meister gebracht. Dieser fragte den Jungen: Warst du schon einmal bei uns? Der antwortete: Nein, Meister, aber ich habe von der Möglichkeit gehört, unter eurer Anleitung zu meditieren, und möchte das nun versuchen. Da sprach der Meister: Gut, dann geh erst mal und trinke eine Tasse Tee. Wenig später kam ein anderer junger Mann. Auch er wurde zum Meister gebracht. Der fragte wiederum: Warst du schon einmal bei uns? Und der junge Mann entgegnete: Ja, ich war vor 2 Jahren und das letzte Jahr auch schon bei euch und möchte nun in meiner Übung fortfahren. Da sprach der Meister: Gut, dann geh erst mal und trinke eine Tasse Tee. Als auch der gegangen war, sagte der Klostervorsteher: Meister, nun verstehe ich gar nichts mehr. 2 verschiedene Menschen kommen zu dir, du fragst sie auch noch nach ihren verschiedenen Voraussetzungen, und doch antwortest du ihnen mit der gleichen, mir belanglos erscheinenden Anweisung. Wie kann ich das verstehen? Da sprach der Meister: Geh erst einmal und trinke eine Tasse Tee. Es gibt viele Arten, eine Tasse Tee zu trinken. Man kann dabei ganz abwesend sein und sich dabei die Zunge verbrennen,
Man kann die Wärme der Teeschale in den Händen spüren, den Dampf des heißen Tees Figuren zeichnen sehen, das Aroma in kleinen Schlucken genießen und vielleicht sogar eins werden mit der Handlung des Teetrinkens. Das hieße dann im Zen sein. Das wollte auch der Zen-Meister Nan-in einem Universitätsprofessor vermitteln, der ihn besuchte, um etwas über Zen zu erfahren. Nan-in bat ihn erst einmal Platz zu nehmen und begann in Ruhe mit einer Teezeremonie, währenddessen der Professor zunehmend unruhiger wurde. Schließlich war er ja nicht gekommen, um eine Tasse Tee zu trinken, sondern um etwas über Zen zu erfahren. Nan-in goss die Tasse des Besuchers voll und fuhr weiter fort damit, obwohl der Tee schon überlief. Als er damit nicht aufhörte, rief der Professor: »Sehen Sie nicht, dass die Tasse schon übervoll ist? Es geht doch nichts mehr hinein.« Da sprach Nan-in: »So übervoll wie diese Tasse bist auch du, mit Theorien, Meinungen und Spekulationen. Wie soll ich dir Zen zeigen, bevor du dich gelehrt hast?« Philosophisches Spekulieren ist der Welt des Zen fremd. Nur die unmittelbare Wirklichkeit zählt. Der chinesische Zen-Meister Hogen lebte allein in einem Tempel auf dem Land. Auf der Durchreise befindliche Mönche, die bei ihm übernachten wollten, diskutierten am Abend über Subjektivität und Objektivität. Als Hogen das hörte, deutete er auf einen großen Stein im Hof und fragte sie: »Meint ihr, dass der innerhalb oder außerhalb eures Geistes ist?« Einer der Mönche antwortete: »Buddhistisch gesehen ist alles eine Manifestation des Geistes. Demnach würde ich sagen, dass der Stein innerhalb meines Geistes ist.« Da sprach Hogen: »Dein Kopf muss sich sehr schwer anfühlen, wenn du einen Stein wie den da in deinem Geist herumschleppst.« Yeah.
der Zen-Meisterin sei, war in ein Soldatenlager zum Essen geladen. Beim Eingangspfosten traf er auf zwei die Gäste begrüßende Offiziere. Er deutete auf den unbehauenen Pfosten und fragte sie: Ist der weltlich oder heilig? Die beiden Offiziere waren sprachlos. Da schlug der Meister auf den unbehauenen Pfosten und sprach: Was immer ihr sagen wolltet, es ist ein unbehauener Pfosten. Dann ging er weiter. Durch Unmittelbarkeit kann auch die einfachste und alltäglichste Sache zur höchsten Erfahrung werden, wie Sie vielleicht selbst schon in Ihrer Zen-Praxis erleben konnten. Ein Schüler fragte einen berühmten Zen-Meister: Was ist kosmisches Bewusstsein? Was ist das Wichtigste auf dieser Welt? Der Meister antwortete ihm: Hier sitze ich auf einem Stein, ganz für mich allein. Ähnlich dem Daoismus identifiziert sich Zen mit dem naturgegebenen Ablauf der Dinge. Ein reicher Mann, der den Zen-Meister Sengai besuchte, bat ihn, eine Kalligraphie für sich und seine Familie zu schreiben. Es sollte etwas sein, was seine Familie glücklich stimme und als Leitspruch über die Generationen hinweg im Gedächtnis bleiben könne. Sengai schrieb auf ein großes Reispapier: Vater stirbt, Sohn stirbt, Enkel stirbt. Da wurde der Mann sehr ärgerlich. Ich habe euch gebeten, etwas zu schreiben, was meine Familie glücklich macht, sagte er. Was soll da dieser makabre Scherz? Sengai aber erwiderte: Das sollte kein Scherz sein. Wenn dein Sohn vor dir sterben würde, wärest du sicher traurig. Wenn dein Enkel vor deinem Sohn sterben würde, so würde das deinen Sohn und dich sehr bekümmern. Wenn dagegen deine Familie Generation für Generation in der Reihenfolge verstirbt, die ich bezeichnet habe, so ist das der natürliche Ablauf des Lebens. Das nenne ich wahres Glück. Obwohl wir in einer Welt der Gegensätze leben, lehrt Zen, sich nicht den Kopf über Gut und Böse zu zerbrechen. So sagt der Zen-Meister Bankai:
Hast du etwas Gutes getan und prahlst damit, so ist das Herz, das sich darin gefällt, böse. Und weiter spricht er, rolle Gut und Böse zu einer einzigen Kugel, wickle sie in Papier und wirf sie weg. Ein Samurai kam eines Tages zum Zen-Meister Hakuin und fragte ihn, gibt es wirklich Himmel und Hölle? Da sagte Hakuin, wer seid ihr überhaupt? Der Krieger antwortete, ich bin der bekannte Samurai Nobushige, ein gefürchteter Schwertkämpfer. Hakuin erwiderte, du willst ein Samurai sein? Du reizt mich zum Lachen. Du siehst eher aus wie ein Bettler. Der wütende Nobushige griff daraufhin zum Schwert, was Hakuin nicht hinderte, fortzufahren. Wirst du, jämmerliche Figur, dein Schwert auch einsetzen können? Als der Samurai sein Schwert zog, sprach der Zen-Meister. Hier öffnen sich die Pforten zur Hölle. Betroffen durch diesen Hinweis, schob Nobushige das Schwert in die Scheide zurück, verbeugte sich vor Hakuin und dankte für die Belehrung. Hakuin aber sprach, hier öffnen sich die Pforten zum Himmel. Wenn, wie in der vorigen Geschichte, auf die Polarität hingewiesen wird, so hat dies im Zen nie etwas moralisch Bewertendes. Ein Zen-Mönch kam zu Meister Bankai und bat ihn um Belehrung. Er sagte, ich habe so oft aggressive Laune, wie kann ich sie heilen? Du hast da etwas sehr Seltsames, antwortete Bankai. Lass es mich sehen. Jetzt im Augenblick kann ich sie euch nicht zeigen, sagte der Mönch. Ich bin jetzt ganz anderer Stimmung. Wann kannst du mir denn deinen Zorn zeigen? Fragte Bankai. Er kommt ganz unerwartet, sagte der Schüler. Dann kann er nicht deine wahre Natur sein, erwiderte Bankai. Denn dann könntest du mir deinen Zorn jederzeit zeigen. Denke darüber nach. Einheit und Verschiedenheit, Wesen und Form, Geist und Körper,
sind im Verständnis des Zen eins. Ein Laie fragte einen Zen-Meister: Die Welt ist eine so weite Welt. Warum schlagt ihr da die Glocke und tragt zeremonielle Gewänder? Da erwiderte der Zen-Meister: Um Zen zu lernen, ist es nicht wichtig, irgendeiner Form zu folgen. Auch wenn manche bei rituellen Handlungen Erleuchtung erlangt haben, so ist dies doch ein sehr gewöhnlicher Weg. Das ist nicht wahres Zen. Der wahre Zen-Schüler beherrscht die Form und verwirklicht die Wahrheit in seinem täglichen Leben. Dasselbe Thema spricht auch das folgende Koan an. Wenn du verstehst, sind alle Dinge eins. Wenn du nicht verstehst, sind sie verschieden und getrennt. Wenn du nicht verstehst, sind alle Dinge eins. Wenn du verstehst, sind sie verschieden und getrennt. Frei in der Welt der Gegensätze leben, kann nur der, der ganz im gegenwärtigen Moment aufgeht. Eines Tages fragte ein Mönch den Zen-Meister Tosan: Gibt es Freiheit in einer Welt der Gegensätze? Wie können wir heiß und kalt vermeiden? Tosan antwortete: Warum gehst du nicht dorthin, wo es weder heiß noch kalt ist? Da fragte der Mönch: Wo ist denn ein Ort, der weder heiß noch kalt ist? Da sprach der Meister: Wenn es kalt ist, so sei vollständig kalt. Wenn es heiß ist, so sei vollständig heiß. In der Esoterik setzt man sich viel mit dem Begriff des Heiligen auseinander. Doch entpuppt sich bei näherem Hinsehen Heiligkeit allzu oft nur als Scheinheiligkeit. Daher gibt es in Zen-Geschichten oft Warnungen vor der Versuchung dieser Bigottenheiligkeit. Der chinesische Kaiser Wu Ti fragte den Zen-Meister Bodhidharma: Was ist der höchste Sinn der absoluten Wahrheit? Bodhidharma erwiderte: Offen und weit. Nichts von Heiligkeit. Thank you.
so bleibt als ein wesentliches Merkmal des Zen die Einfachheit. Wenn du eins mit dir geworden bist, hast du kein Bedürfnis, durch Spektakuläres aufzufallen. Du musst dann nicht dein Minderwertempfinden durch Außergewöhnliches kompensieren. Es wird berichtet, dass ein Schüler des Zen-Meisters Rinzai mit dem Anhänger eines anderen Meisters sprach, der sagte: Unser Meister kann Wunder wirken. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie er aus der Luft Gegenstände hervorzauberte und vieles andere mehr. Was ist denn das Besondere an eurem Meister? Kann er auch so Großes vollbringen? Welche Wunder kann er denn wirken? Da antwortete der Schüler von Rinzai: Das größte Wunder, was mein Meister wirken kann, ist, keine Wunder zu vollbringen. Wunder des Zen liegen in der Erfahrung des Alltäglichen als Wunderbarem. Darauf deutet der Zen-Meister Dogen hin, als er von einem Mönch Folgendes gefragt wurde: Meister, ich möchte leidfrei leben lernen, über Leben und Tod hinausgehen. Sagt mir, was soll ich nur tun, um dorthin zu gelangen? Dogen sprach: Hast du schon gefrühstückt? Der Mönch sagte: Ja. Darauf Dogen: Dann geh und wisch deine Essschale aus. Sollten Sie nach diesen Zen-Geschichten noch immer die quälende Frage haben, was ist eigentlich Zen? So gibt es nur eine Antwort. Der Text ist jetzt zu Ende. Ihr Atem aber fließt auf wunderbare Art weiter.